Der Sorglos Talk. Ein Corporate Podcast von Sorglos Makler. Ganz herzlich willkommen zum neuen Sorglos Talk. Heute ist bei mir der liebe Joe im Podcast, wo wir bei Sorglos Makler uns mal ein bisschen vorstellen wollen. Und mit wir meine ich nicht die ganze Firma, sondern die Menschen, die hier arbeiten. Und deswegen, Joe, ja. Stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du denn? Ja, erstmal herzlich willkommen. Julian hat mich ja schon angepriesen. Also Sorglos Makler Joe Einicke. Ich bin ein Makler der ersten Stunde hier und bin als Teamleiter hier auch aktiv und bilde Makler aus und makel noch hin und wieder die eigene Immobilie oder die Kapitalanlage. Da habe ich großen Spaß dran und das ist mal ein bisschen was zu mir. 38 Jahre alt. Und bin urgebürtig Magdeburger. Mein Expertengebiet ist Gommern, also Jerichower Land. Und bin da sehr, sehr präsent und trete da natürlich auch mit Immobilien auf. Also hier geboren und aufgewachsen, so gesehen. Genau. In der ganzen Region. Ja. Alles klar. Du bist Teamleiter hier bei Sorglos Makler. Das heißt schon, eine wichtigere Position ist. Aber du hast hier Verantwortung, würde ich sagen. Wie kam es dazu? Wie bist du hierher gekommen zu Sorglos Makler? Du bist doch nicht dein ganzes Leben schon Immobilienmakler. Nein, tatsächlich nicht. Das hat sich tatsächlich dynamisch entwickelt und war mehr oder weniger ein Zufall gewesen. Da hatte Enrico damals früher eine Besichtigung in einem Objekt in Brückfeld. Das waren mehrere Immobilien, es waren mehrere Wohnungen in einem Objekt. Hm. Und da hatte auf jede Etage hatte da jemand einen Makler benötigt und ich habe mich so mit einbelesen und habe da so mal ein bisschen mit reingeschnuppert und habe gesagt, das kann ich mir tatsächlich so ein bisschen vorstellen. Das ist finde ich interessant, so mit Menschen zu reden und habe da dann großes Interesse entwickelt, habe mich da ein bisschen weiter auch entwickelt und einziges Manko, was früher gewesen ist, ich war im Studium gewesen und konnte da nicht direkt den Fokus drauf nehmen und hab's dann doch mal irgendwie gemacht, weil ich dann gemerkt habe, es macht mir Spaß. Was hast du denn studiert? Ich habe Ingenieurswissenschaften studiert, also Wirtschaftsingenieur Richtung Elektrotechnik. Hab dort in Elektrotechnik auch meine Abschlussarbeit geschrieben, also eine reine Ingenieursarbeit. Das war mir sehr, sehr wichtig, in Elektrotechnik den Abschluss zu machen. Und hab mich aber meiner Leidenschaft hingegeben und makle sozusagen Immobilien und bilde Immobilienmakler aus. Aber wilder Mix auf jeden Fall. Ja, tatsächlich. Also ich fand es auch sehr spannend. Manchmal ist man da auch so ein bisschen im Zwiespalt. Man sagt ja, Mensch, jetzt habe ich hier etwas sehr anspruchsvolles studiert und mache dann Immobilienmakler. Aber letztendlich kommt es ja darauf an, wo hat man Spaß und wo zeigt man Herzblut. Und das ist das Immobilienmakeln in diesen Unternehmen. Was macht dir denn so besonders Spaß? Also was ist dieser Punkt, wo du sagst, das ist es jetzt hier für mich, deswegen bin ich jetzt Makler und nicht im Ingenieurswesen tätig, sage ich mal. Genau. Also es ist erstmal natürlich, was ich schon im Vorfeld gesagt habe, dass ich da sehr großes Interesse bekundet habe. Und ich finde es sehr, sehr herausfordernd, Menschen mit sich zu ziehen oder beziehungsweise Menschen von Immobilien zu überzeugen, also aus Aspekten, die Käufer oder Verkäufer erstmal gar nicht sehen, um natürlich dann mit unserem absoluten Superpaket, das, was wir als Sorglosmakler bieten, zu überzeugen und Zufriedenheit zu schaffen. Und das gibt mir so viel wieder, wenn ich die Zufriedenheit in den Menschen sehe. Ich gebe das meinen Maklern auch immer sehr, sehr gerne mit auf den Weg. Was bedeutet, das Ziel eines Termines ist immer ein Lächeln herauszuholen. Und wenn man das Lächeln bekommen hat, ist es wirklich sehr, sehr wichtig, da Sympathie aufzubauen. Dann hat man schon sehr, sehr viel erreicht. Und dieses Lächeln ist unbezahlbar. Ich finde es unglaublich interessant, was für eine Diskrepanz zwischen deinem Auftreten und was du erzählst so und dem allerersten Eindruck. Also für die, die uns jetzt nur hören. Joe ist ein Bär von einem Mann, hat einen Bart und den krassesten Oberarm, den ich je gesehen habe. Also wirklich, das ist barbarisch. Aber so ein freundliches Gesicht ist schon heftig. Ich habe mir auch... Dankeschön. Ein bisschen hier in der Fitnessszene habe ich auch ein bisschen von dir gehört. Du hast Bodybuilding auch mal ein bisschen professioneller gemacht, ist das richtig? Genau, ich war dort im Amateurbereich tätig, habe auch Wettkämpfe bestritten und das seit dem 17. Lebensjahr und war dort auch sehr erfolgreich. Tatsächlich habe ich es geschafft bis zur deutschen Vizemeisterschaft. Also ich war deutscher Vizemeister in meiner Gewichtsklasse gewesen. Aber irgendwann hat man da gemerkt, dass es einfach viel zu aufwendig ist, um normal durch den Tagesalltag durchzukommen halt. Also das ist nicht, ich war damals auch noch bei der Bundeswehr, da hat man mehr Zeit, als wenn man selbstständig ist. Und wenn man dann selbstständig ist, dann merkt man, dass man halt nicht mehr so viel Zeit fürs Bodybuilding aufbringen kann oder auch das Studium. Und somit hat sich das dann, erübrigt sozusagen. Also vom Bund auf die Bühne in die Häuser, so ihr sehen könnt man so ja, sagen. Ja, kann man so sagen, tatsächlich, ja. Verrückte Story. Was auch verrückt ist, sind einige Fragen, die wir jetzt hier noch dabei haben. Wieder Team Stocky übrigens, für die, die uns schon ein bisschen länger hören. Ich würde sagen, ich schütte noch einmal
Und dann hast du die Ehre, dreimal noch in meinen wunderbaren Becher zu greifen und mir eine Frage daraus zu beantworten. Okay. Lieblingsgericht. Ja, Lieblingsgericht, ganz einfach. Im Studium war es immer so gewesen, in der Mensa. Und wenn man immer schon gelesen hat, Jägerschnitzel Ostdeutsch mit Tomatensauce, ich glaube, da musst du auch schon lachen. Das ist absolut mein Lieblingsgericht. Also Nudeln mit Tomatensauce und Jägerschnitzel. Aber man das Jägerschnitzel nicht mit so ein Schweineschnitzel mit Pilzsoße drüber, sondern eine panierte Jagdwurstscheibe, Nudeln, Tomatensauce. Ja, perfekt. Nur original, bitte. Ja? Großartig. So. So, was haben wir hier jetzt zu stehen? Pizza oder Döner? Ganz klar, ganz einfach beantwortet. Pizza. Ah, aber und am liebsten natürlich Margarita. Ganz schlicht und einfach. Schön kross gemacht, kross gebacken im Steinofen. Und italienischer Stil? Also dünner Teig oder amerikanischer dicker Teig? Dünner. Ich stehe hier ganz allein mit meinem Amerikanisch. Aber so sei es. So sei es. Und aller guten Dinge sind drei. Ein letztes Mal noch besonders. So. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier noch ziehen. Und eine lange. Bisher schönste Reise, wo und warum? Ja, tatsächlich, schönste Reise war eine Thailand-Reise, Südostasien. Warum kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich einfach Bilder gesehen habe und das sehr, sehr interessant fand. Und als ich da war, hat sich das absolut bestätigt. Die Leute, die dort sind, die Religion, die sind so gelassen, die Leute. Und für mich ist Südostasien tatsächlich das Paradies auf Erden. Und ich würde es sehr, sehr gerne wieder bereisen. Wo warst du in Thailand? In Thailand war selbst geplante Rundreise. Also nicht direkt Backpacking, aber man könnte es schon mit Backpacking vergleichen. Bedeutet Bangkok, dann ging es runter nach Phuket, von Phuket nach, wie hieß diese Insel in der Mitte, Koh Phi Phi und von Koh Phi Phi nach Krabi rüber und dann wieder zurück nach Bangkok, also so eine kleine Rundreise. Das war sehr, sehr, sehr interessant. Irgendwo so einen speziellen Spot, wo du sagst, so wenn man mal in der Gegend ist, alles, alles. Also tatsächlich die Sachen, die ich bereist habe, und das war, ist mir, da bin ich absolut hungrig, da noch mehr zu erfahren. Bangkok war ganz toll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und aufhören soll. Also ich bin hin und weg begeistert. Na, vielleicht kommt der Joe nochmal irgendwann vorbei und erzählt euch noch ein bisschen mehr über seine Reisen. War ja auf jeden Fall sehr interessant, denn wir sind tatsächlich schon wieder durch. Okay. War ja nur ein kleines Reinschnuppern mal. Falls ihr an den Joe nochmal ein paar Fragen habt, dann schreibt die gerne auf YouTube in die Kommentare. Auf Spotify könnt ihr es übrigens jetzt neuerdings auch tun. Vergesst uns nicht zu abonnieren und überall zu folgen. Auf Instagram heißen wir wie? Ja, die Sorglosmakler, ganz klar. Genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, Joe. Ja, Julian, dankeschön, war es mal sehr angenehm und ich habe es mir ein bisschen schwieriger vorgestellt, aber es war tatsächlich sehr, sehr lustig und dankeschön für die Zeit und wir schauen mal, was draus wird, ja. Ja, auf jeden Fall, dann ciao. Bis dahin, ciao.